Guido, ich freue mich erst einmal, dass wir hier zusammengekommen sind. Das ist Kompetenz, wie soll ich sagen, geballt, die du da mitbringst. Jetzt hast du eine Danke sehr. persönliche Geschichte auch mit Diego Armando Maradona. Wie sieht die genau aus? Ja, die sieht eigentlich genau aus, WM 1990. Und ich hatte im Vorfeld schon so ein bisschen den Ruf weg, dass ich doch besser Fußball spielen kann, als viele gedacht haben. Und der Klaus Augenthaler hat irgendwann mal gesagt zu mir: Du spielst ja wie ein Diego im Training, weil ich da ein paar Dinge gemacht habe, die er auch bei mir nicht erwartet hatte. Und dann ging eigentlich die WM wie ein Traum für mich los. Die ersten Spiele gewonnen, dann gegen Holland meinen Übersteiger gemacht, dann hat schon ein Reporter angefangen, das ist er wieder Diego. Und wie es hat halt kommen müssen, war meine persönliche Geschichte dann im Endspiel als direkter Gegenspieler von Diego Maradona zu spielen. Und was eigentlich noch viel schöner war, wir haben gewonnen und ich glaube, ich habe in diesem Spiel auch den Zweikampf gegen den Diego Maradona gewonnen. Und Wie war es denn überhaupt? Wie hast du dich vorbereitet auf dieses Aufeinandertreffen mit dem damals weltbesten Fußballer? ja, man hat sich ja intensiv darauf vorbereitet in der kurzen Zeit, als es gewiss war, dass wir im Endspiel gegen Maradona, gegen Argentinien spielen. Da hat der Franz Beckenbauer mich zur Seite genommen im Training und gesagt, das ist dein Gegenspieler, das machst du, und mir dann noch ein paar Tipps gegeben. Und für mich selber war natürlich die Nacht davor auch gedanklich, hatte ich eigentlich nur die Gedanken, wie kann man ihn ausschalten, was kann man am besten machen. Und für mich war es wichtig, ihm wenig Ballkontakte zu geben, das heißt schon mal den Passweg zuzumachen, auch zu agieren ohne den Ball, indem ich versuche, den Diego damals dorthin zu schieben, wo ich ihn haben möchte, dass er sich dort anspielen lassen muss, an der Außenlinie, dass ich dann eine Hilfslinie noch gehabt habe, dass er nicht alle Seiten hatte, um einen Dribbling anzusetzen, und natürlich, dass er immer wieder weg vom eigenen Tor geschoben wird, dass er gar nicht in die gefährliche Zone reinkommt. Ich glaube, das war so meine Gedankenspiele, ihm einfach den Lust am Fußball zu nehmen oder ihm das sehr schwer zu machen, wenig Ballkontakte zu geben. Und ja, das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Natürlich im Team. Die Mannschaft hat natürlich da auch gewusst, wenn ich mal mich löse, nach vorne gehe, dass dann jemand anders da schon die Räume von Diego einschränkt. Wie hast du ihn persönlich erlebt? Persönlich natürlich als ein super Sportsmann, muss ich auch sagen, auch nach dem Spiel noch, hat er fair gratuliert und hat natürlich Tränen in den Augen gehabt. Er wollte natürlich nach 86, 90 wieder Weltmeister werden. Aber er war ein fairer Sportsmann, hat auf dem Spielfeld immer versucht, natürlich mit seinem großen Können seine Spiele so zu entscheiden, das Positive für seine Mannschaft zu machen. Und deshalb habe ich eine unheimlich hohe Achtung vor ihm, was auf dem Platz ist, was er auf dem Platz gemacht hat, was er für seine Mannschaft auch gemacht hat. Natürlich ist es schade, dass er außerhalb vom Platz sein Leben nicht so in Ordnung gehabt hat. Das tut eigentlich für mich als Fußballer unheimlich weh, dass so ein großer Fußballer, so ein Fußballer, der nicht nur Argentinien, sondern der ganzen Welt was gebracht hat und den Fußball nach oben gebracht hat mit seinen Fähigkeiten, mit seiner individuellen Fähigkeit, dass er dann außerhalb vom Fußballplatz leider sein Leben nicht ganz so im Griff gehabt hat. Woran glaubst du, hat das gelegen? Ich glaube, auf ihn ist unheimlich viel eingeprasselt. Von Anfang an, als schon als 17-Jähriger, 18-Jähriger, hat man ihn hofiert. Er hat gar nicht die reale Welt, glaube ich, kennengelernt und musste, so wie ich das mitbekommen habe, auch für seine ganze Familie. Er kam ja aus einem sehr armen Viertel in Argentinien raus, musste natürlich für seine Familie, war er der ganz große Hoffnungsträger. Und das war natürlich schon für ihn, glaube ich, eine ganz hohe Last. Und man hat natürlich, wenn man so ein genialer Fußballer ist, sehr viele Schulterklopfer, und da klopfen manchmal auch die falschen Leute einem auf die Schulter.